Egal. Bestimmt hat sich irgendeine Tür unten geöffnet. In dem Raum mit dem Mechanismus. Eisfang? Ich habe gerade Eisbang verstanden. Ja. Eisbang. Und nicht gleich Big Bang. Wir sind hier nicht in Vesperia, ne? Du darfst nichts Arts von anderen Leuten klauen. Oh Gott. Oh? Hier ist eine unsichtbare Wand. Was? Unsichtbare Wände? Okay. Ich hab ja schon verstanden. Ah, unsichtbare Wände sind unsichtbar. Ja, irgendwas muss mit Wand im Titel sein. Nee, das würde Chicken doch nie machen. Nein. Ich habe einen Pfeil im Hintern. So, weg mit dich. Basilisk-Schuppe. So, lass mich raten. Die Tür da oben ist jetzt offen. Nein. Dann habe ich keine Ahnung, was der Schalter gemacht hat. Oder geht unten der Hebel wieder? Der war irgendwie kaputt. Vielleicht war das ja der Reparierungshebel oben. Egal, jetzt kommt erstmal Indignation! Aber der Zahn lebt immer noch. Ja, Zähne halten viel aus. Sind ja auch das härteste Material, was so ein menschlicher Körper zu bieten hat. Würde ich glatt mal behaupten. Oder sind Knochen härter als Zähne? Das müsste man mal in einem Experiment ausprobieren. Hier geht's wieder raus. War die Treppe da vorher auch schon? Hä, war da nicht so ein... Nee, der Schalter war da vor... Oh, ich sterbe. Mein Hirn! So, weg mit dir. Und schön den Pfeil ausgewichen. Wieso gibst du mir Finsternis? Ich will meine Kampfbegegnungen mit den bösen Bubi-Lines hier nicht erhöhen. Gut, das hält einiges an Zeit. Dings. Heiliges Licht. Mit der magischen Gurke. Ja, sie wird beim Erhitzen gelb. Sie bringt ein Licht ins Dunkel. Das heißt, wenn man eine Gurke erhitzt, wird das, ne? Moment, nicht getroffen.
So. Ein Speicherpunkt. Notausgang. Muss ich jetzt alle drei aktivieren? Oh, ich sehe es ja schon kommen. Lass mich raten, Speicherpunkt. Das heißt, dahinter ist Volt. Falls dem so ist, Formation. Denn ich wollte ja minte reingehen. So, dann kann Chester sich mal eine kleine Auszeit gönnen. Warte, dann kannst du ja noch vor eine kleine Heilrunde machen. Mint. Wie Ember einfach noch alle TP hat! Das hat mich auch irgendwie beim Offscreen-Training gewundert. Sie setzt Attacken ein, aber hat dann total immer noch alle TP. Orange Gel wollte ich. So, du hast noch genug, du hast noch. Du brauchst den nicht, du nimmst deine Auszeit. Emma braucht sowieso nicht. Hab ich jetzt gespeichert? Nein. So. Muss ich ihn. Weh, ich muss die in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren. Auf jeden Fall der dritte als erstes, aber ich bleib nicht lang genug an. Ah, jetzt. Wow! Sind wir denn hier gelandet? Hallo, Volt. Ja. Das ist also die berühmte Disco-Kugel Volt. Ja, Lunas Disco-Kugel. Darf ich vorstellen? Oh Gott, der spricht eine Sprache, die wir nicht kennen. Was sagt er da nur? Komische Herzchen. Volt. Volt. Und Alraune. Raum sind auch neu, oder? Magisches Auge. Feuer und Wind. Da weißt du ja schon, welche Attacke Ember einsetzen wird. Wasser. Wasser. Nein, nicht du mit. Erstmal die Pflanzen loswerden. Nicht, dass ich die noch mit Wasser heile. Wenn ich um die nachher auf Volt loslasse. Funktioniert Silence auch auf Volt? Los, bringen wir zum Schweigen. Wie schnell der castet. Gott. So. Wasser.
Eistornado, okay. Lightning Tiger Blade sollte ich nicht mehr einsetzen. Du machst erstmal eine Nurse-Runde. Und du schickst Wackelpudding-Meisterin aufs Feld. Was nehme ich denn für Lightning Tiger Blade? Habe ich vielleicht irgendwas, was Wasserschaden macht? So zum Beispiel, Kress spuckt auf seine Klinge und dann plötzlich... Ne? Nee. Nimm ich das mal. Okay, erstmal. Thunderblade und Indignation darfst du nicht einsetzen. Ja, das, aber das macht irgendwie so wenig Schaden. Egal, jetzt kommt die Wackelpuddingmeisterin. Wackelpudding! Druckelbecher! Tornado. Da kannst du direkt auf mich Sharpness machen. Hey! Überfahr mich doch nicht, Volt! Was soll das? Wie Firestorm einfach mehr bei ihm abzieht als Eistornado, obwohl Eistornado seine Schwäche als Wasserzauber ist. Ey, überrenn meine Leute nicht! Volt! Ganz ruhig, Kleiner. Hier, verbrenn ihn. Ja. Wir erhitzen ihn und kühlen ihn ab. Wir erhitzen ihn und kühlen ihn ab. Und dann gehen seine Sicherungen weg. Oder wie? Blö. Erdbasieren.